Hallihallo, ihr lieben Crazies, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Implements of Hell. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Und wir waren beim Zahnrätsel. Wir haben das irgendwie nicht ganz geguckt und gesehen. Und ich glaube, das war wirklich so, dass ich die Kombi nicht richtig registriert habe, weil wir so im Geschehen waren. Es wäre 1-1. Wie sieht man auch so leicht die Umrandung? Ihr seht so ganz leicht vielleicht im Video an der rechten Seite dieses leichte Krisseln. Es ist bei drei Zahlen. Ich habe jetzt alles durchgemacht. Und es müsste die sein. 1156. Oder auch nicht. Okay, wir müssen ein bisschen rumprobieren. 1. 1. 4. 6, 5. Nee. Ach, 4. Lol. 1, 1, 4, 6 war's. Okay, wir haben es geschafft. I wanted to eat her alive. Cut her to small pieces while she screams to death as pain washes all of her senses. I wrote a recipe and made a stew out of nose and ears. It was delicious, with chopped carrots, potatoes and onions. Super lecker mit Karotten und Tipps und Tricks beim Kochen der Höhle. Oh, ist lecker so ein Ohr. Ja, sollen wir jetzt auch mal machen? Reiner mit in die Suppe hier. Zack, Pumpeng. Hier, nimmst du noch ein Ohr, ne? Schmeck auf Hatz. Was ist wieder zu? Das finde ich nicht mehr so schmackofatz. Ich möchte das nicht. Kartoffeln, Entschuldigung. Ich bin total durcheinander. So, ohne Karotte fehlt noch. Luis, was ist denn mit, wieso denn keine Zwiebel? Zwiebeln? Hallo? Die Zwiebel darf nicht fehlen. Das gibt Aroma. Usch. Mehr darf ich nicht. Okay. Ich möchte das nicht. Das ist eklig. Komm, nimmst du doch. Komm. So, jetzt haben wir alles weg. Und jetzt? Haben wir ein Rühr... Also, haben wir mal zum Rühren da, oder? Was ist... ist so widerlich. Einfach widerlich. Können wir was machen? Na super. Was fehlt noch? Aber was? Das ist krank, Leute. Das ist krank. Kann ich aber auch nichts machen oder klicken? Karotte noch. Hier. Nochmal. Und noch eine Kartoffel. Hallo? Ich möchte... Danke. War's das jetzt? Oh ja, super. Total. Hat total viel Spaß gemacht. Ist nicht geil. Lass das. Wo sind wir denn jetzt? In den Katakomben oder was? Okay. Come out, wherever you are. I am sacrificing this body to bring you back, Clara. I want you to not get away.
Not even you'd choose death. You will come back and stay with me. Now, when Mary is dead, I won't let this year pass while you are not with me. 1929. Kranker Bastard. Ich will nicht. Ihr habt Nein gesagt. Lasst es. Alter. The fuck? Das musste passieren. Leck mich am Arsch. Warum? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Weil ist Halloween. Und dann trinkst du auch mal ein Bier, damit du wieder normal wirst, du kleine Sau. Was soll ich denn hier machen? Ich darf da nicht hin. Ich hab dich gesehen. Du kommst ja nicht vorbei. Gut, dann geh mal halt hier lang. Geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Um dich her. Hallo, hallo. Ich muss auch mal aufs Klo. Lala, lala. Guten Tag. Warum? Ich will das nicht. Was ist das für ein Spiel? Suchst du etwa dieses Geschöpf? Müssen wir jetzt einen Dämon austreiben? Was ist denn das hier für ein Verhalten? What the fuck? Ach du Scheiße. Was ist denn hier schon wieder los? Wollen wir rein? Es ist trotzdem gruselig, weil man immer, man geht zwar immer den gleichen Gang, aber man weiß, es passiert jetzt gleich irgendwas anderes. I'm sacrificing this body to bring you back, Clara. I won't let you get away. You will choose the death. You will come back and stay with me. Now once Mary is dead, I won't let this year pass. Also ihr Dings ist tot und deswegen wollte er sie wiederholen. Achso, ja gut. Wir wissen alle, was das heißt. Holt das Salz raus. Ja, es ist Busch. Holt das Salz raus. Das Parasitenspray, alles. Wir brauchen jetzt alles, nicht Crazies. Bitte. Mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dann leuchten die Sterne. Okay, jetzt sind wir wieder durch. Ewig Schlange, endlos Schleife. Wenn wir rückwärts laufen, was passiert dann? Drehen wir den Spieß mal um hier. Widerlich. Okay, kann ich aber nichts mehr machen. Kann ich hier nochmal rum rein? Nein. Oh, hier sind Schuhe. Das ist neu. William Dean Rieser. Der Anführer des Okkultes. Okay. Also doch wieder darunter.
dachte, wir könnten mal eine andere Tür nehmen. Um den Kreis zu durchbrechen, sozusagen. Aber nee, das will er nicht. Lol. Du musst den Arm da reinlegen. Oh mein Gott. Okay. Kreis wurde durchbrochen. Oh, scheiße. Oh, shitty McTitty. Sieben Jahre zuvor haben wir geheiratet. John und ich haben uns sehr geliebt. But he started acting different. Er wurde anders. He stopped bringing me the truth to have another lover. As hard for as it was, but he didn't ever let me go. He locked me in the room, brutal me and feed me human meat. Alter, I couldn't stand it, but I was Larry Death. Oh mein Gott, sie hatte eine Affäre, weil er sich so verändert hatte. Und er hat sie gezwungen, Menschenfleisch zu essen. Dann hat sie sich umgebracht. What the fuck? 1929. Das müsste jetzt aber 1929 sein. Nicht? Nicht. 7 Jahre? Find 7 Jahre. Also 41. 1929. Nee. Gehen wir nochmal durch. Sonst noch irgendein Hinweis? Was muss die Zahl ja eigentlich sein? Eins. Vier. Vier. Eins. Eins, vier, vier, zwei. Probier mal was aus. Nee. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Es sind wieder 14 Minuten. Machen wir nicht so lange immer die Folgen. Ich denke, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt, oder bei einem anderen Spiel. Bis dann. Ciao.